Bingen. Es ist 1931. Deutschland spürt nach wie vor die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise. Viele Menschen in der Region wurden arbeitslos, so auch die Gebrüder Heinrich und Franz Walter. Die Gebrüder Walter, der eine Schriftsetzer, der andere Drucker, ergreifen jedoch die Initiative und gründen mit einfachsten Mitteln eine eigene kleine Druckerei für den Bedarf des lokalen Handwerks. Mit einfachen, handbetriebenen Maschinen produzieren sie in den Folgejahren Druckerzeugnisse. Die Druckerei befindet sich im Herzen großer Weinbaugebiete. So lag es nahe, auch Winzer mit Druckerzeugnissen zu beliefern. Einige Jahre später waren sie in der Lage, den kompletten Druckbedarf für Winzer selbst herzustellen. Sie waren zwar beide sehr ehrgeizig und wollten wachsen, aber die Größenordnung, die wir heute erreicht haben, haben Sie sich damals sicherlich noch nicht vorstellen können. Unsere Väter haben die Möglichkeit genutzt, dieses Potenzial auszunutzen und wurden von den damaligen Mitbewerbern nicht für voll genommen, weil man es einfach denen nicht zugetraut hat, aus so kleinen Anfängen heraus ein solches Unternehmen aufzubauen. GWA Etiketten GmbH ist eine Druckerei, spezialisiert auf den Druck von Nassklebe- und Selbstklebeetiketten, stark orientiert in Richtung Wein, Sekt, Spirituosen und Foodindustrie. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen, wir haben Tradition, Brüder Walter, damit hat es begonnen. Und auch heute noch ist es so, dass die Familie Matthias Walter, Nadja Walter, aber auch Heinz Walter noch oft bei der Kundschaft sind oder Ansprechpartner sind, wenn es um spezielle Dinge geht. Den besonderen USP sehen wir darin, dass wir ein reiner Etikettenspezialist sind für hochveredelte Etiketten im Bereich Wein, Spirituosen und Sekt. 160 Mitarbeiter machen nichts anderes als Etiketten. Das bedeutet eine hohe Spezialisierung und auch ein hohes Fachwissen in allen Bereichen. Ich glaube, dass das heute in dem hohen Wettbewerb, in dem wir uns befinden, existenziell wichtig ist. Wir stellen alle Druckverlagen her, selbst hier im Haus, an beiden Standorten, immer direkt an den Maschinen, denn da wird es benötigt. Man muss heutzutage sehr schnell reagieren und vor allem sehr kostengünstig Werkzeuge erstellen können, in kürzester Zeit. Da kann man sich nicht auf einen Lieferanten verlassen, der eventuell zu spät liefert oder natürlich auch noch sein Geld verdienen möchte. Das Wichtigste ist, dass man immer auf dem technischen Fortschritt baut und auch die nötigen Investitionen dazu tätigt. Auch wenn man nicht immer weiß, ob das die richtige Entscheidung war. Wir stellen alle Offsetplatten und alle Flexoplatten, alle Siebe, alles hier im Haus selbst her, alles über CTP-Anlagen. Sind da extrem schnell. Wir haben sehr häufig Kunden zum Abstimmen an den Maschinen. Da gibt es nochmal Wünsche, Änderungen. Das wird in kürzester Zeit gemacht, umgebaut, neue Platten erstellt, neue Siebe gebaut. Man muss darauf nichts warten. Das passiert alles hier. Einen typischen GEWA-Kunden gibt es natürlich nicht. Jeder Kunde ist individuell und so wird er auch von uns bearbeitet und behandelt. Ein Winzer hat ganz besondere Ansprüche, eine Genossenschaft hat andere Ansprüche. Bei dem einen Kunden liegt der Fokus auf einer hohen drucktechnischen Veredelung, der andere braucht eine kurzfristige Belieferung, Just-in-Time-Belieferung. Jeder Kunde hat andere Schwerpunkte und wir leisten diese Schwerpunkte. Die Maschinen sind sehr unterschiedlich spezifiziert. Es gibt reine Druckmaschinen, die rein nur drucken und Farbe aufbringen, bis zu den Maschinen, die alle Druckverfahren in sich beinhalten und auch kombiniert an jeder Stelle, an jeder Position gefahren werden können. Etiketten zu produzieren in einem Durchgang hat einfach den Vorteil, eine extreme Passgenauigkeit zu haben und den ganz großen Vorteil aus meiner Sicht, am Ende ein komplett fertiges Produkt zu sehen.
Bogenbereich drei verschiedene Maschinenklassen von den Größen, also Kleinformat, Mittelformat und großes Format. Die benutzt man, um eben alle verschiedenen Auflagengrößen abzudecken, in der idealen Maschinenklasse. Wenn Sie sehr kleine Auflagen haben, können Sie ganz schlecht auf eine sehr große Maschine gehen und umgekehrt bei sehr großen Auflagen natürlich ganz schlecht auf eine kleine Maschine. Ältere Maschinen sind gerade für kleinere und mittlere Auflagen ein wesentlich kostengünstigerer Faktor, um zu produzieren. Vom Grundprinzip der Anlagen und Maschinen ist in den letzten 50 Jahren nichts Brandneues entdeckt worden. Vor allem im Bereich der Veredelung, da läuft alles nach dem gleichen Prinzip. Und solange es da für einen preislich guten Aspekt die älteren Maschinen tun, und das tun sie sehr, sehr gut, sollte man das auch so machen. Logistik spielt in unserem Haus natürlich eine ganz besonders wichtige Rolle. Etikettendruck ohne Logistik ist heute nicht mehr denkbar. Liefertermine werden immer kurzfristiger. Das betrifft sowohl den Winzer, der kurzfristig seinen nachträglichen Eindruck braucht, aber auch die Großkellerei oder der große Spirituosenhersteller, der unter Termindruck bei seinen Kunden, bei den Discountern, Lidl, Aldi und so weiter ist. Wir sind in der Lage, aufgrund unserer großen Kapazität, just in time, sowohl kleine als auch große Mengen in allen Qualitätsstufen zur Verfügung zu stellen. Darin liegt sicher eine ganz besondere Stärke, und das zeigt auch unser Kundenportfolio, dass wir bei den großen Kellereien ein festes Standbein sind und ein fester Partner sind und das leisten können. Unser Kernmarkt oder unser Hauptgeschäft sind Weinetiketten. Daraus sind wir auch gewachsen, und seit über 30 Jahren kümmern wir uns um das Weinrecht. Das gesamte Wissen um ein Weinetikett, um die richtige Deklaration ist besonders wichtig, und jedes Weinetikett, das unser Haus verlässt, wurde weinrechtlich Korrektur gelesen, und damit bieten wir auch unseren Winzern einen ganz besonderen Service. Sicherlich war das auch ein Mitgrund, ein Farblabor anzuschaffen, weil wir mit einem Projekt der Materialeffizienz hier im Hause gearbeitet haben, um zu sehen, wie können wir einfacher Materialien einsparen, um nachhaltiger produzieren zu können. Ebenfalls haben wir bestimmte Dinge an den Maschinen angeschafft, automatische Wickler, und ein Punkt war auch das Farblabor, weil wenn ich wesentlich schneller auf der gewünschten Farbe bin, spart das natürlich ganz, ganz immense Makulaturkosten. Die Ressourcen werden eingespart, und das ist sicherlich dem Kunden und der Umwelt zuliebe der richtige Weg. Ja, jede Firma muss sich den Anforderungen des Marktes stellen, und das tun wir auch. Das können wir mit guter Beratung, mit guter Qualität, mit Engagement, vom Chef bis zum einzelnen Mitarbeiter. Und ich glaube, da sind wir gut aufgestellt. Investitionen in das Unternehmen, handwerkliche Produktion, Innovation, qualifizierte und kompetente Mitarbeiter und das Streben nach kostengünstigen und nachhaltigen Produktionsmöglichkeiten lassen die GEWA Etiketten GmbH weltweit zu den führenden Unternehmen in der Branche avancieren. Wir haben immer in die neuesten Technologien investiert und haben heute einen hochmodernen Maschinenpark. Im hochwertigen Etikettendruck lebt aber die handwerkliche Tradition bei der Heißfolienprägung und der Blindprägung fort. Wir setzen mit Erfolg fort, was die Gebrüder Walter in den 30er Jahren begonnen haben. GEWA. Etiketten seit 1931.